Also meine Frage geht in Bezug auf das Verbot des Kompaktmagazins. Da würde mich zunächst der mediale Umgang damit vom BMI interessieren. Zum Zeitpunkt der Razzia ab 6 Uhr waren ja auch Medienvertreter vor Ort. Wir kennen, glaube ich, alle die entsprechenden Fotos oder auch kurz nach 6 Uhr schon veröffentlichten 12.000 Zeichenartikel bei gewissen Zeitungen. Da würde mich interessieren, wie rechtfertigt und begründet denn das BMI dieses Vorab-Durchstechen von Informationen zu Verbot und Razzia? Viele Juristen sehen darin ja unter anderem eine Verletzung des Dienstgeheimnisses, Verletzung des Persönlichkeitsschutzes sowie Gefährdung des Untersuchungszweckes. Zu präzisieren, Herrn Warwick kann ich sagen, das Bundesinnenministerium hat gestern, glaube ich, etwa 6.45 Uhr, 6.50 Uhr über dieses Verbot informiert, hat davor nicht darüber informiert und auch keine entsprechenden Informationen an die Presse gegeben. Es waren viele Landesbehörden, viele Polizeibehörden, viele Verfassungsschutzämter an einer solchen Maßnahme beteiligt. Uns ärgert das, wenn vorher Informationen durchdringen. Das ist nicht in Ordnung. Dem wird auch nachgegangen. Und vom Bundesinnenministerium sind diese Informationen nicht gegeben worden. Ja, dann noch eine weitere Verständnisfrage. Frau Faeser hat ja erklärt, ich zitiere ganz kurz, ich habe heute das rechtsextremistische Kompaktmagazin verboten. Presserecht, das wird mein BMI auch wissen, ist ja eigentlich Ländersache. Deswegen würde mich interessieren, aus welchen Gründen denn die Ministerin entschieden hat, über dieses Konstrukt Vereinsrecht erstmals in der bundesdeutschen Geschichte eine Zeitschrift verbieten zu lassen und damit die eigentlich dafür zuständigen Gesetzessystematiken inklusive auch Landesrecht oder Abwägungen Grundgesetzbindung plus presserechtliche Gesetze zu umgehen? Also Herr Warwick, das haben wir ausführlich begründet. Das können Sie auch unseren gestrigen Mitteilungen entnehmen. Und es ist mitnichten der Fall, dass das das erste Mal wäre, dass bestimmte Publikationen mit dem Mittel des Vereinigungsverbots verboten worden wären, sondern aus dem linksextremistischen Bereich, wenn Sie sicherlich sich an die Plattform Indymedia erinnern, ein Verbot, was übrigens bestätigt wurde vom Bundesverwaltungsgericht. Dann gab es Publikationsorgane, auch organisiert in Form von Unternehmen, von GmbHs, die der PKK zuzurechnen waren. Diese GmbHs sind verboten worden. Auch das ist vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt worden. Und selbstverständlich wurde diese Verbotsverfügung gestern sehr ausführlich begründet und liegen dem sehr umfassende Beweismittel zugrunde, die von dem Bundesamt für Verfassungsschutz ebenso wie den beteiligten Landesämtern für Verfassungsschutz zusammengetragen worden sind. Der Kompakt Verlag, die entsprechenden Publikationen sind seit 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, waren vorher als rechtsextremistische Verdachtsfälle eingestuft. Insofern gibt es da umfassendes Beweismaterial. Alle Durchsuchungen, alle 14 Durchsuchungsmaßnahmen, die gestern stattgefunden haben, sind richterlich angeordnet worden, gerichtlich angeordnet worden. Das ist auch echt ein wichtiger Hinweis. Und diese ausführliche Verbotsverfügung kann natürlich gerichtlich überprüft werden. Dagegen besteht Rechtsschutz unmittelbar zum Bundesverwaltungsgericht. Viele Verbotsverfahren sind schon dort vor dem Bundesverwaltungsgericht überprüft worden. Bisher hat das BMI jedes Mal diese Verbotsverfügung sozusagen erfolgreich verteidigen können. Sie haben bisher immer gehalten. Und so ist das im Rechtsstaat, dass es staatliche Entscheidungen gibt, die dann gerichtlich überprüft werden, in dem Fall direkt in erster Instanz vom Bundesverwaltungsgericht, weil das eben natürlich eine sehr wichtige und auch sehr einschneidende Maßnahme ist, die aber im Grundgesetz unmittelbar vorgesehen ist. Wenn Sie in Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes schauen, dann sind Vereine, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen, Vereine ist ein weiter Begriff, darunter können auch Unternehmen fallen, zu verbieten. Und das folgt unmittelbar aus dem Grundgesetz, ebenso wie die Pressefreiheit. Und entsprechend ist in der Verbotsverfügung sehr ausführlich begründet worden, warum dieses durch und durch verfassungsfeindlich agierende Unternehmen zu verbieten war. Und ist die Pressefreiheit ausführlich abgewogen worden mit den Gründen, die für das Verbot sprachen, dem Antisemitismus, dem Rassismus, der eklatanten Verfassungsfeindlichkeit dieser Publikationen. Und das trägt dieses Verbot. Sie können das übrigens nicht nur sagen, der Auffassung des BMI entnehmen, sondern auch dem, was einige Landesinnenminister, deren Behörden ja dieses Verbot gestern mitvollzogen haben, geäußert haben, etwa der brandenburgische Innenminister, der hessische Innenminister, ja viele dazu geäußert. Es sind Beweismittel, wie gesagt, des Bundesamts für Verfassungsschutz ebenso wie der Landesämter, die da eingeflossen sind. Gestern ist umfangreiches Beweismaterial nochmal sichergestellt worden bei den Durchsuchungen, die natürlich auch noch einfließen in dieses Verfahren.
Jahren. Und wenn das gerichtlich überprüft wird, dann sehen wir dem entgegen, weil genau so soll es ja im Rechtsstaat sein, dass gegebenenfalls dann am Ende auch Gerichte entscheiden. Ja, noch eine Verständnisfrage. Aber wieso ist man nicht von Anfang an den Weg über Staatsanwaltschaften und Gerichte gegangen, sondern hat sozusagen dieses Konstrukt Vereinsrecht genommen? Das sorgt ja auch allgemein, also Sie haben jetzt die Positivbeispiele genannt, die das bejahen, aber es gibt ja auch zahlreiche, auch namhafte Juristen, die das sehr hinterfragen, auch die, ob das verfassungskonform ist. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wieso die Ministerin gerade diesen Schritt gewählt hat. Es hat ja auch andere gegeben. Also das ist ein Instrument der wehrhaften Demokratie, und wenn die Beweismittel vorliegen, dass dort so eklatant gegen die Verfassung verstoßen wird, dann muss man solche Mittel auch einsetzen. Das ist ausdrücklich in Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes vorgesehen, nicht nur im Vereinsrecht, was das dann einfach gesetzlich sozusagen ausbuchstabiert, die konkreten Voraussetzungen nennt, sondern das sieht das Grundgesetz vor als wehrhafte Verfassung, die sich sozusagen nicht auch durch die Umsturzvorstellungen und Ähnliches, was da propagiert wurde bei Kompakt, selber aushebeln lässt, sondern diese wehrhaften Instrumente vorsieht. Und wenn die Beweismittel dafür vorliegen, dann müssen die Sicherheitsbehörden diese auch einsetzen. Das ist ein anderes Instrument als die Strafverfolgung. Das kann parallel voneinander, es kann unabhängig voneinander stattfinden. Es sind diverse rechtliche Instrumente ja schon im Vorfeld eingesetzt worden. Wie gesagt, zunächst Verdachtsfall in der Beobachtung durch die Verfassungsschutzämter, dann Einstufung als gesichert rechtsextremistisch, was ja schon die höchste Stufe ist, wie ein Beobachtungsobjekt eingestuft wird, dann finden Sie die entsprechenden Ausführungen dazu auch im Verfassungsschutzbericht. Diese Instrumente sind ja im Vorfeld schon eingesetzt worden, und diese haben die entsprechenden Beweismittel ergeben, um dieses Verbot eines nochmals zentralen Akteurs der rechtsextremistischen Szene in Deutschland dann auch zu rechtfertigen. Dann noch eine Verständnisfrage zur Zentralität von Kompakt. Ich meine, geben nach eigenen Angaben grob eine Auflage von 40.000 her, davon kann man vermutlich die Hälfte abziehen. Das Social-Media-Angebot, die Abfrage ist auch überschaubar, also das hat vermutlich 0,0% der Bevölkerung erreicht. Sieht die Ministerin da wirklich eine Gefährdung der bundesdeutschen Demokratie in diesem Medium? Also Herr Warwick, das haben wir wirklich ausführlich dargelegt und finden Sie auch ausführlich dargelegt im Verfassungsschutzbericht, und darauf würde ich gern verweisen.